Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gothic 3. Und ich hoffe, wir sind hier dafür bereit. Wir haben abgespeichert, jawohl. Und ich hoffe, wir sind hier dafür bereit. Innos! Innos! Gewähre mir die Kraft deines Segens. Vergiftung heilen, Krankheiten heilen. Gewähre mir die Herrschaft über das Feuer. Endlich hat es jemand geschafft. Wir haben so lange auf ein Zeichen von draußen gewartet. Willkommen, Fremder. Was ist hier los? Der Schutzwall des Königs hat die Orks mit uns hier eingeschlossen. Die Orks haben die halbe Stadt eingenommen. Wir brauchen Hilfe. Dieser Feuerkelch hier muss zum obersten Feuermagier Charybdo in der Burg des Königs. Jemand muss durch die Stellungen der Orks brechen und die Burg erreichen. Was ist das für ein Ort hier? Es ist der alte Innos-Tempel der Stadt. Wir haben uns hierher zurückgezogen. Wir kommen weder vor noch zurück. Gib mir den Feuerkelch. In Ordnung, aber sei vorsichtig damit. Lass ihn dir nicht abnehmen. Er ist außerordentlich wertvoll. Was kann man gegen die Übermacht der Orks unternehmen? Gar nichts. Sie haben sich in den Straßen festgebissen wie die Zecken. Angeführt werden sie von 5 Feldherren, die die wichtigsten Stellungen der Stadt besetzen. Man müsste die Feldherren beseitigen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Stadt zurückzuerobern. Was ist an diesem Feuerkelch so wichtig? Das fragst du mich? Ich weiß nur, dass die Feuermagier ganz heiß auf die Dinger sind. Ich muss zum König. Eine ganze Garnison Ork-Krieger steht zwischen hier und der Burg des Königs. Nur ein Wahnsinniger würde versuchen, durch die Stadt zur Burg zu gelangen. Sag mir einfach, wie ich zur Burg komme. Wenn du den Tempel verlässt, dann blicke nach Süden. Die hohen Mauern und Türme gehören schon zur Burg des Königs. Aber um dorthin zu gelangen, musst du durch die von Orks verseuchte Stadt, Fremder. Ich kümmere mich um die 5 Feldherren der Orks. Ich hoffe, dass deine Kampfkraft so groß ist wie deine Überheblichkeit, Fremder. Die Feldherren haben sich in den großen Häusern der Stadt niedergelassen. Viel Glück. Ich hoffe, ich sehe dich in einem Stück wieder. Du bist von draußen gekommen, oder? Hoffentlich hast du ein wenig mehr Mumm in den Knochen als die anderen Feiglinge hier. Wie kann ich dir helfen? Die Frage ist, wie wir uns gegenseitig helfen können, Bruder. Ich muss in die Burg. Und ich schätze, du könntest auch einen Waffengefährten brauchen bei dem, was du vorhast. Lass mich an deiner Seite kämpfen. Was willst du in der Burg? Ich muss mich bei Koprin, dem Oberbefehlshaber der Königlichen Garde, melden. Er muss wissen, dass hier immer noch einige um ihr Überleben kämpfen. Komm mit. Dann wollen wir mal. Bleib stehen! Jetzt bist du dran! Da! Hey!
Aber wir kommen definitiv dadurch. Ich muss nur noch mehr auf meine Gesundheit achten. Also definitiv funktioniert das. Und wir können uns auch hier schön einen Krieg leisten. Also mit den Verstärkungstruppen und das alles funktioniert das einwandfrei. Alles klar. Wir reisen nach Vanguard. Endlich hatte wir. Was ist dieser hier? Was wir. Ich muss. Sag. Aber. Gib mir. Was? Ein. Ich. Viel. Was? Du bist von. Wie kann ich. Was will. Komm mit. Dann wollen wir mal. Oh, Freunde. Thank you.
Ein Paladin haben wir verloren. Ich hab's immer noch drauf. Also ich muss sagen, ich schleppe dann hier Zeug raus ohne Ende. Wenn ich die Hauptstadt sichere. Ey, das ist ja brutal, was hier rumliegt. Ich meine, gut, ich werde das hier auf mehrere Teile aufteilen müssen, aber das, denke ich mal, wird nicht das Problem sein. Ein Paladin und zwei Leute habe ich verloren. Und zwei Rebellenwachen. Hier. Oh!
Also ich muss sagen, es geht echt gut voran hier in der Hauptstadt. Die Befreiung der Hauptstadt, das werden jetzt hier definitiv mehr Teile. Ja, liegt vielleicht daran, dass ich mich hier nur Stück für Stück vorarbeiten kann. Naja, wir müssen halt ein bisschen trickreich sein, würde ich sagen. Thank you.
Ja. Man muss mal überlegen. Zwei Mann rennen hier rum und erobern die Stadt zurück. Zwei Mann. Ein Paladin und ein Noob. Also ich. Ja, oder das ist ein Paladin und wir haben die komplette Westfront gesichert. Wo ist das Westen? Oder rechts? Nee, Ostfront. Ostfront. Wir haben die komplette östliche Stadt jetzt schon gesichert. Schade, dass ich nicht genug Dings habe. Ja, schade, das ist abgenutzt, aber trotzdem. Boah, wisst ihr, was ich dafür kriege? 15. Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. Ey, wisst ihr, was ich dafür kriege? Für dieses ganze Zeug hier? Ork-Armbrust, das. Ja, die Sache ist die, wir müssen uns, also ich muss mich hier Stück für Stück vorarbeiten. Das heißt, ich kann nicht alle mit einmal machen, sondern ich ziehe mir immer ein paar raus aus der Gruppe, wie jetzt hier die drei oder vier Leute.
Heil mich. Und greif wieder an. Na, siehst du? Genau das meine ich. So. Ah!
Scheiße, der darf nicht sterben. Muss wieder 3-4 Leute umbringen und dann muss ich mich wieder aus der Affäre ziehen. Also einfach zurücklaufen. Feldherr Nummer 2, würde ich sagen. Nein, Mann! Also hier an den zweiten Feldlager habe ich echt Probleme.
Wie gesagt, also ich muss hier wirklich kämpfen ohne Ende. Aber das bringt mir natürlich gewisse Vorteile. So viele können es auch nicht mehr hier sein. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Ich werde dich töten. Echt jetzt? Ist das sein fucking Ernst? Nee, oder? Ich hatte das Lager ausgeräuchert und dann kommt von hinten noch ein Schamaner. Boah. So, hier noch ein Schamane. Das ist zu schwer für mich. Ein Waffenbündel nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben 2 von 5 Feldherren haben wir jetzt schon erledigt. Und die nächsten Folgen. Auf jeden Fall. So, wir speichern erstmal ab. Hier wollen wir abspeichern.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.